So, da bin ich wieder. Willkommen zurück euch allen. Und ich sehe gerade, ich habe eine Sache noch nicht geändert. Ups. Habe ich noch was vergessen? Hab meinen Timer noch nicht umgestellt. Das ist aber auch noch nicht richtig, ne? Ah ja, machen wir jetzt gleich noch ein bisschen Trackmania. Das kann man ja auch immer mal wieder so einschieben, ne? Das wären so viel. So. Dann gucken wir mal noch mal, was die Strecken des Tages, die wir heute so sehen, noch so können. Oder nicht, ne? Mal gespannt, was wir da so für schöne Sachen sehen werden. So. Haben wir erstmal Frosty Creek als erstes. Das klingt doch schon wieder sehr nach Eis und sah auch schon nach Eisstrecke aus, ne? Gucken wir mal. Vielleicht ja auch nicht so viel Eis. Sondern nur Deko außenrum rum. Nope. Da ist direkt rutschig. Das sieht schon irgendwie sehr ungewöhnlich aus, wenn wir halt diesen normalen Streckenbelag haben. Aber keine Streckenbegrenzung außenrum, ne? Das war zu weit gedreht. Ups. Das Eis sieht aber schon hübsch aus. Rutscht doch in die Richtung, Auto. Oh. Da? Okay, das Wasser ist kein richtiges Wasser. Jetzt hatten wir genug Schwung. Wo will ich hin? Einfach hier hoch? Ah, das ist das Ziel. Okay. Wer hätte denn da Steine hingelegt, Mann? Okay. Einmal bis hinten ran. Oh Gott. Ah, ist geplant, ja.
Whoops. Ah, ich hab mich doch noch zu weit gedreht. Nochmal von hier. Wieder zu weit gedreht. In dieser Ast da nicht rumliegen würde, das wäre cool gewesen, ne? Den Stein noch berührt. Ah, zu früh gedreht. Dreck. Aber warte mal, wo ist er? Wo? Halt, stopp. Wo ist denn der Goldgeist hingefahren? Der ist ja einfach nach rechts gefahren, ne? Da ist auch ein Ziel. Da sogar näher dran. Das ist ja dreist. Stehe ich eigentlich nur verkehrt rum für, ne? Shit. Meine Räder waren noch gefroren. Guck mal, das hat sogar fast funktioniert. Habe ich nur ein bisschen überdreht. Ach, schon mal eine neue PB. Haben wir schon mal Bronze? Wollen wir uns mal die GPS-Kram anschauen, sowohl das Einfache als auch das Schwere. Lass mal sehen. Soll mich da gar nicht irgendwie vorher umdrehen, sondern ich drehe mich einmal im Kreis. Und ich fahre aus Versehen jetzt gegen den Silbergeist, ne? Whoops. Das war jetzt nicht so, wie ich das wollte, aber das geht auch noch.
Der Wagen hat sich gerade nicht so rumgedreht, wie ich das mir erhofft habe. Oh oh. Alles noch gut. Oh oh. Das hat sogar noch funktioniert. Zwar voll mit Wandstoß, aber das ist ja egal. Oh, da war ich zu hoch. Oh shit. Ja, sind's trotzdem erstmal noch weiterfahren. Jetzt habe ich mich nicht weit genug gedreht, ne? Warum hast du dich denn jetzt... Ich verstehe das manchmal nicht. Normalerweise ist ja, wenn ich jetzt nach links lenke, drehe ich mich halt auch gegen den Uhrzeigersinn, aber manchmal dreht sich das Auto doch andersrum. Da, jetzt schon wieder. Ich bin verwirrt. Das ist sogar noch langsamer als meine PB wegen dem Reset, ja natürlich. Ergibt schon Sinn. Zu weit gedreht. Oh. Thank you.
Auto, dreh dich doch mal nicht so weit, Mann. Ah. Kleines bisschen besser als meine PB. Das war ein bisschen zu nah am Rand. Ups. Na, fahren trotzdem erstmal weiter. Ich brauche für das Eisgedönse eh mehr als genug Übung, ne? Das zum Beispiel war auch schon wieder nicht so geil. Nee, Auto andersrum bitte, Mann. Okay, schon mal eine neue PB. Jetzt noch knapp unter 2 Sekunden hinter Gold. Sehr schön. Das war ein bisschen wieder sehr weit gedreht, ne? Zu weit. Nee. Vor dem Sprung nicht früh genug gedreht. Aber wenn ich zu früh vom Gas gehe, um mich zu drehen, dann fliege ich ja auch nicht weit genug, ne? Das war doch jetzt wieder ordentlich. So muss das in einem guten Versuch aussehen.
Oh, da war ich so schnell wie sonst noch nicht und dann habe ich es falsch eingeschätzt. Wie weit ich oder wie wo ich reinfahren muss und wie früh ich lenken muss. Wenn ich das da richtig könnte mit dem, wie er das macht, wie der Geist das macht, ne? Sich einfach bei dem Kreis zu drehen. Aber manchmal dreht sich mein Auto halt in die falsche Richtung und dann ist halt auch scheiße. Und ich verstehe halt nicht warum. Schon nicht weit genug gedreht. Ah. Die Sorgen wir da nicht weit genug rumbekommen. Weil ich manchmal vom Gas gehe und manchmal nicht? Nee, vom Gas gehen muss ich ja auf jeden Fall, oder? Ah, vielleicht nicht. Ja, so hilft das ja auch nicht. Selbst wenn ich mich da so drehe, weiß ich auch nicht, wie ich den Schwung dann da rausbekomme, um dann schnell genug ins Ziel zu kommen. Eis ist schon was sehr Weirdes.
Zuerst zu weit nach außen raus und dann viel zu weit gedreht. Beides scheiße. Auto, lass das. Mann. Wir haben ein bisschen weiter außen. Oh. Ich meine, Wagen diesmal wird er nicht weit genug gedreht. Sagen, der Winkel war scheiße. Wieder zu weit gedreht. Ach, komm schon. Der Winkel ist doch scheiße. Ja, noch ein bisschen. Noch ins Ziel reingedreht, so. Ja, Auto. Der Winkel ist scheiße. Sage ich ja. Aber insgesamt war es gar nicht so verkehrt.
früh genug vom Gas gegangen. Habe ich mich diesmal gar nicht gedreht. Oh Gott. Das war auch uncool. Ja, auf die Steine draufgefahren. War sein Quatsch. Da haben wir endlich mal den Checkpoint berührt. Wurde ja auch für heute mal Zeit, nicht wahr? Das kann ich doch sonst immer so gut. Shit. Oh, der Winkel ist ja richtig beschissen. Der war schöner. Weiß ich nur nicht, ob der jetzt noch Zeit aufgeholt hat oder nicht, weil ich einmal resetten musste, ne? Das war knapp. Oh, das war so knapp, Mann. Huch, jetzt habe ich gleich zwei PBs da rumfahren. Was ist denn da los? Ha? Sag mal, machen wir das denn, Spiel? Das ist neu. Ha? Das ist jetzt aber weird. Keine Ahnung, warum da jetzt zwei meiner Geister sind.
Ah, das ist ja irgendwie nicht richtig. Hat sich das Auto wieder. Ich habe nach links gelenkt. Und das Auto hat sich einfach nach rechts gedreht. Oh, Steine. Der Winkel ist scheiße. Wagen wir da nicht genug rumbekommen. Nein, ich habe die Wand berührt, shit. Oh, der Versuch von der Anfang bis dahin war schon so gut. Und dann habe ich die Wand berührt bei dem Checkpoint, Mann. Oder kurz nach dem Checkpoint bei der Ausfahrt aufs Eis. So ein Dreck. Hmm.
Ein bisschen zu früh vom Gas gegangen, ne? Schade. Nicht weit genug gedreht, ja. Das war zu weit zurückgedreht. Ah, schade. Das war nicht weit genug hier reingedreht. Yes, sehr schön. Auch wieder nur sehr knapp, aber geschafft. Nice. So, dann gucken wir uns mal die Strecke von gestern an. Glory Days featuring Neon. Ja, auf jeden Fall gut genug, ne? Ist Gold, das reicht mir. Selbst, ich hole mir ja eh schon nicht mehr auf allen Strecken des Tages Gold, damit ich mehr sehe, ne? Aber da musste jetzt doch mal noch sein, so knapp wie ich dran war, ne? Oder haben wir es auch gehabt? Oh, das sieht ja schon sehr fancy aus. Ich sehe erstmal nichts. Da lang. Oh. Die ist jetzt aber schon ein bisschen länger, wa?
Na. Hier lang? Hier runter, oder? Ja. Okay. Der Start von der Strecke ist natürlich scheiße für die Kamera, mit der ich fahre. Ne? Da sehen wir einfach erstmal nichts. Das Ende war doch schon mal sehr viel schöner. Und da haben wir auch schon Silber. Sehr gut. Das war nicht gut. Das auch immer noch nicht. Nochmal von vorne. So geht das natürlich auch. Ist zwar voll langsam, aber geht. Da drin muss ich definitiv bremsen. Jetzt klebe ich da voll an der Wand. So kann man natürlich auch hier bremsen. Man fährt einfach vorne vorher erst gegen die Wand, ne? Das geht auch.
Ist das gut? Nein, aber es geht. Na, hätte ich meine PB trotzdem fast noch geschlagen. Dann bin ich da voll gegen die Wand gefahren. Ich bin wieder voll angeeckt und richtig langsam geworden. Schade. Das Ende war jetzt echt unschön. Ja, das ist natürlich ein Problem. Aber die Dinge haben sogar Kollision. Habe ich jetzt nicht mitgerechnet. Ich dachte, ich fliege da jetzt einfach voll durch. Ah, shit. Nee. Also sollte eigentlich nicht asynchron sein. Eine Sekunde später wäre aber ganz schön viel.
Das wäre schon heftig. Lass mich mal eben selber reinhören. Hast du denn auch überhaupt mal schon mal neu geladen, oder nicht? Wie mache ich das denn jetzt gerade am besten? Gib mir mal meinen eigenen Stream. Ich den Browser jetzt gerade capture, hört man den dann auch? Weil das wäre ja dann doch ungeil. Nee, nur für mich gerade. Nee, passt. Also bei mir passt's im Browser. Bei mir ist das Startgeräusch auf jeden Fall dann, wenn der Timer losgeht. Oh, ich bremse da nicht mehr, das ist schlecht. Da komme ich irgendwie immer voll schlecht reingefahren, ne? Da werde ich auch immer sehr viel langsamer durch den Knick nach oben, als ich erwarte. Jetzt bin ich zu gut in die Kurve reingefahren, dass ich die Innenwand berührt habe. Sehr gut. War ich wieder zu schnell. Doch nicht genug gebremst. Da bin ich wieder voll doof reingefahren.
Der fällt die Kurve einfach viel weiter außen rum, ja. Das geht natürlich auch. Ich habe fast vergessen, wo ich hin muss. Oh. Das hat aber schon gereicht, dass ich nicht mehr dahin kam, wo ich hin muss. Später. Whoops. Wie weit falle ich hier eigentlich? Wahrscheinlich einfach immer weiter, ne? Reset? Nö, ich will doch mal gucken, wo es hängt. Da ist voll der Riss in der Erde. Fast schon wieder getan. Wieder fast darunter gerollt. Na. No. Ah. Voll in der Wand lang. Mache ich ja auch nur noch Unsinn, ne? Die waren doch noch berührt. Jo.
glaube, für die Strecke lasse ich das aber. Wir schauen uns mal eine andere noch an. Ich glaube, da müsste ich noch einiges länger dran rumgrinden, so wie das momentan läuft. Gehen wir doch hier hin. Und das Thumbnail sieht ja schon interessant aus. Da haben wir MTC Hab mich lieb Würfel von Stupskiesel. Okay. Was wird das hier? What? Okay. Oh, was ist das denn für ein Schwachsinn? Das ist eine Strecke des Tages. Das ist zu weg, aber voll nach Trash. What the fuck? Wenn das jetzt am 1. April wäre und nicht am 1. März, dann würde ich das ja schon noch eher verstehen, aber das ist ja hier schon sehr albern. Stell dir vor, du spielst das hier im Multiplayer und hier fliegen, was weiß ich, wie viele Autos rum. Oh, jetzt hier, First Person. Nee, lass mal. Auto, fahr auch mal ein bisschen weiter in die Mitte. Warum muss da ein Deckel sein, Mann? $1,32 ist Gold.
Das Ziel, ich gehe davon aus, dass das Ziel oben in der Mitte von dem Würfel ist, da wo der offen ist, in dem kleinen. Dass ich da rein soll, irgendwie. Ich werde da nie reinfliegen. Oh! Ah, zu langsam. Ah, ist mir egal, wir sind im Ziel. Was ein Schwachsinn. Gehen wir mal hier hin. Was ein Schwachsinn an Map? Nee. Gucken wir doch mal, was die hier kann. Genau, zeig mir doch erstmal, wo es lang geht. Noch schön durch den Wasserfall gesprungen. Sehr gut. Da bin ich gerade nicht schnell genug für, Jean. Jetzt erst recht nicht. Fahren wir doch erstmal hier lang. Oh, never mind, ich kann noch weiterfahren. Wo wollte ich da nochmal lang? Warum ist da ein Stein im Weg, Mann? Ach, da lang.
Whoops. Da müssen wir jetzt in das Ziel. Ich würde sagen, den Sprung, dafür bin ich definitiv nicht mehr schnell genug, um noch ins Ziel zu fliegen, ne? Schon noch zu langsam geworden, auch ohne Anecken. Auch immer noch nicht. Boah, jetzt habe ich wieder direkt ganz resettet. Nee, das ist definitiv jetzt auch schon immer schnell genug. Aber wieder hier lang. Der Sprung ist doch auch kacke. Okay. Ist auch zu langsam, ne? Ja. Ja, schick ist sie auf jeden Fall. Aber auch lang und nicht einfach. Hey, ich bin da nicht auf die Schnauze geflogen. Dafür schön da gegen die Wand. Oh ja, und hi Alex, schönen guten Abend. Wee.
Reicht das noch? Nicht wirklich, ne? Alter, wie schnell muss ich denn da sein? Da wollte ich auch nicht hin, nee. Fahren wir einfach direkt hier lang. So. Hey, dieser Sprung, ne? Bin ich auch nicht schnell genug für, um das vernünftig zu machen. Alter. Hey, Bronze. Ich wollte sagen, wenn ich hier Bronze bekomme, dann reicht mir das hier auf der Strecke, glaube ich, auch. Ich brauchte... Bis ich hier einen vernünftigen Run zusammenbekomme, dauert glaube ich auch ein bisschen. Aber die ist schon ganz nice. Aber will ich jetzt auch nicht so lange grinden. Das Thumbnail sieht auch schon wild aus. Du hast ab morgen Urlaub. Sehr gut, Alex. Das klingt doch gut. Vielleicht 2 Wochen, ja, nice. Irgendwas während dem Urlaub geplant? Oh ja, das sieht schon sehr wild aus. Der Checkpoint da gerade, ne? Wie oft will ich meine Flasche jetzt noch an meinen Popschutz hauen? Werden es bald erfahren. Ja, das kann ja was werden. Ich wollte sagen, ich habe schon den Anfang vergessen. Haben wir nicht mal einen Geist dabei, der mir noch weiterhilft, wo ich langfahren soll, ne? Ah, sehr viele Schilder am Streckenrand.
die in irgendeine Richtung zeigen. Ey, einfach nochmal von vorne so. Warte da doch lang. Darüber, ne? Ein paar Mal können wir es noch, aber die ist schon sehr wild, ja. Dann bist du auch mal wieder öfter hier, Alex. Ja, sehr gut. Sagst du dann auch öfter wieder Tschüss, wenn du gehst? Verschwindest nicht einfach in den mysterischen Weiten des Internets, in den mysterischen besonders. Geburtstag sind in 2 Wochen auch noch sehr gut. Samstag noch den neuen Batman angucken. Es gibt einen neuen Batman, habe ich auch so gar nichts von mitbekommen. Aber habe ich auch nicht so viel mit am Hut. Hast ja 2 Wochen Urlaub, da kannst du ja beides anschauen gehen noch. Hast ja Zeit. Das mache ich auch nur noch Unsinn. Bis Juni wäre es ja noch ein bisschen, nicht wahr? Also war Kino eigentlich eher schon gar nicht geplant, sondern irgendwas anderes, ja.
Oh, diese Strecke. Sag mal, wie schlecht bin ich denn jetzt gerade? Aber ich fahre gerade nicht ganz toll. Ich kann ja ganz toll sein, aber ich spiele trotzdem gerade wie Müll. Das schließt sich ja nicht aus, ne? Ist auf jeden Fall ganz gut, dass ich mir für die Strecken des Tages schon vorgenommen habe, da nicht überall Gold haben zu wollen, ne? Ich glaube, hier würde das auch ein bisschen länger dauern. Das Schild habe ich eben auch mitgenommen. Na, guck, Silber reicht auch. Müsste ich immer noch über 6 Sekunden rausfahren? Nee, ich glaube nicht. Das sieht ja jetzt auch schon fancy aus auf dem Bild, ne? Maracuja. Den Menschen rum. Ich hab's GPS gefunden. Okay, da unten ist anscheinend auch Ziel, nicht nur oben. Ich wollte sagen, wo will er denn jetzt hin? Schon das Ziel. Oh, da hast du ja auch ein paar Spiele geplant, die du spielen willst. Und hey, guck mal, ich habe einfach schon Silber. Ja, nice. Erster Durchgang direkt Silber.
Da stand ja auch nicht ein anderer Name über dem Auto, als wir da eben zugeschaut haben, ne? Und dass ich gesagt habe, dass das GPS ist. Silo. Aber jetzt mal ehrlich. Du kannst nicht lesen, zuhören kannst du auch nicht. Du musst ja nicht immer lesen können, um zu sehen, dass da irgendwas über dem Auto steht. Was da sonst, wenn ich fahre, nicht über dem Auto steht. Den Fame solltest du ja auf jeden Fall noch voll bekommen. Jetzt momentan ist ja auch immer noch Double Fame in Fall Guys, nicht wahr? Das kriegst du noch hin, Alex, da bin ich mir sicher. Beim ersten Mal noch relativ gut durchgekommen und jetzt nur noch wieder Schwachsinn. Zit. War doch Double Fame jetzt, noch nicht dreifach, oder? Ich bin mir ja schon wieder nicht mehr sicher, weil Twitter und Ingame und alles ist sich ja wieder nicht einig gewesen bei Fall Guys, wie viel es jetzt gibt. Ich nehme mal eine Abkürzung, ne? Ins Wasser. Die Kurve war richtig schlecht angefahren. Schade. Also wenn ich nach rechts lenke, würde ich auch gerne nach rechts fahren. Auto. Das wäre schon voll gut. Okay. Auto, come on, tu das, was ich von dir möchte. Wie bin ich denn das erste Mal hier so gut durchgekommen, dass ich gleich Silber bekommen habe und jetzt mache ich nur noch Käse?
Oh. Ich glaube, bei 4 Sekunden über Gold lassen wir das hier auch. Gucken wir mal noch mehr an, ne? Haben wir 5x5. Na komm. Hier hängen einfach ganz viele Würfel in der Luft. In einem ist Strecke drin gewesen. Ah ja, komm, lass uns auch mal hier GPS gucken. Eine sehr klaustrophobische Strecke. Instant Gold, ja nice. Ja, easy. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Haben wir als nächstes Taiyo. Spricht man wahrscheinlich nicht so aus, aber das ist schon okay. Einfach mal echt First Try Gold. Nach dem GPS angucken. Kann man ja mal machen. Auch GPS nach hinten hier. Dann noch mit Innenansicht. Oh. Da hat aber jemand Spaß. Oh nein, Eis. Okay, das brauche ich mir nicht weiter angucken, da merke ich mir eh nichts von. Nicht mit diesen ganzen Kamera wechseln. Wir haben schon wieder keinen Geist dabei, Mann. Oh, ach, das Glas. Da darf ich langfahren. Das macht die Sache natürlich einfacher. Schon mal Bronze. Zwar habe ich wieder Silber ausgewählt. Ne? Ist egal, ist auch. Oh doch, da. Für Silber haben wir sogar einen Geist. Das ist ja süß. Dieser kurze Slowdown, der ist auch schon albern, ne?
Oh, da ist ja die Wand berührt. Oh, Hilfe! Schade, dass man die Checkpoints mitnehmen muss, sonst wäre das voll die Abkürzung. Mich an den beiden Ringen vorbeigescreased und jetzt bin ich irgendwo zwischen der Strecke. Whoops. War ich irgendwo, aber nirgendwo, wo es hilft, auf jeden Fall. Sag, wie bin ich denn da eben rumgekommen? Ja, schade. Whoops. Okay. Jetzt komme ich da auch nicht mehr rum. Weil ich immer schon nicht vernünftig angefahren komme. Lenkt er immer wieder viel zu viel gegen. Okay. Haben wir hier auch Silber? Nehmen wir auch so, ne? Ja. Haben wir Super Position. Gucken wir doch mal, was die kann. Die sieht auch schon wieder sehr wild aus. Oh Gott.
Ich habe keine Ahnung, ob der irgendwann mal auf dem Kopf stand oder so, aber... Das ist ja furchtbar. Ist alles so schräg. Oh Gott. Ja, das ist wieder so eine Strecke, die ich mit meiner Kamera echt nicht so gut fahren kann. Ja. Ich hätte halt so ein, gerne so ein... Eigentlich mal, ich will meine Kamera so haben, wie ich will, nur dass die halt sich mit hoch und runter dreht. Das wäre voll nice. Dass ich wenigstens hoch und runter mal sehen könnte, was da vor mir passiert dann, ne? Also was die Kamera macht, dass sich die sich halt nach links und rechts immer mitdreht und so nah am Auto ist, das kann ich so gar nicht ab. Da krieg ich die Krise bei. Naja, mit der Kamera hier kannst die Strecke halt vergessen, eigentlich. Kann ich mal gucken, ob ich mal einmal durchkomme oder nicht. Vielleicht so Bronze. Ja. Nee, die mag ich so nicht. Ja, können wir direkt mit was weiterem, mit was anderem weitermachen. So, da haben wir Spinning Spatula. Spatula. Wie auch immer. Dann spin uns doch mal rum hier. Naja, lass uns GPS wieder anschauen. Auch schon wieder sehr wild, finde ich. Oh. Wenn dann sogar das GPS einen Hard Reset macht an einem Checkpoint, um auf einem Boostfeld anzufangen, dann weiß auch Bescheid, dass das sehr wild ist. Nee, lass mal. Lass uns hier reingehen in Ruins 4. Sieht doch schon mal sehr fancy aus. Da ist GPS. Sieht auf jeden Fall schon mal auch wieder sehr schick aus, ne, würde ich sagen.
Okay. Der Anfang ist schon... Der Anfang ist uncool. Sag mal. Ich bin zu langsam jetzt dafür, ne? Ja. Sehr gut. Was ist mit den ganzen Strecken jetzt eigentlich schon wieder, dass ich da keinen Geist für die Goldzeit habe? Oh. Nicht mal Bronze bis jetzt. Da waren ja auch genug Resets mit drin, nicht wahr? War knapp. Oh. Das war ja mal so überhaupt nicht da, wo ich sein wollte. Whoops. Jetzt schaffe ich das normale Ziel auch schon nicht mal mehr, ne? Ja, nee. Jo, haben wir schon mal immer noch nicht Bronze. Noch lange nicht. Noch lange nicht.
erstmal wieder voll angeeckt einmal, ne? Dass da die Strecke auch nicht bis an den Rand geht, sondern da so noch so eine kleine Lücke ist, ist auch ein bisschen doof. Weil da komme ich nämlich viel zu oft hin. Alles noch gut. Gut, dass da ein kleiner Felsen war, der meinen Reifen wieder auf die Strecke zurückgehievt hat. Nice. Ach, shit. Lass mich einfach in das Ziel. Sehr gut. Immer noch nicht Bronze. So schlecht war das bis zum Ende doch eigentlich gar nicht, hätte ich jetzt gedacht. Ups. Warum komme ich denn jetzt da wieder nicht mehr rum? Na, geht auch. Huch. Ja, das kann ich auch nochmal vergessen. Okay, das war nur für Style Points natürlich. Das war alles so geplant. Ja, ja. Jetzt bin ich doch hier viel zu langsam, oder? Na, ging noch. Hilft nur nicht, dass ich hinter meinem eigenen Geist jetzt schon 6 Sekunden fast hinterher bin, ne? Der noch nicht mal Bronze hat. Alter, dieser Sprung halt von Gras auf Gras ist halt auch irgendwie ranzig. Lass mich doch einfach mal den Bronzegeister dabei haben, wenn ich den erstmal nur schlagen will.
Huch. Alter, was mache ich denn jetzt? Habe ich schon genug für Trackmania für heute oder wie sieht das aus, so wie ich gar nicht mehr fahren kann? Ich werde zu hoch ausgeschossen. Ich wollte sagen, das reicht vom Tempo nicht. Jetzt fahre ich mir nur noch Unsinn zusammen. Das nicht, aber das mache ich doch schon. Siehst du die ganze Zeit, als ich das tue. Wir nur Unsinn zusammenfahren. Oh Gott. Voll in den Baum. Ist da gerade noch irgendwo angeeckt oder was? Nee, ich rutsche einfach nur wieder total scheiße. Ah. Jetzt habe ich doch schon wieder auch nicht vernünftig Schwung dafür. Okay, noch genug, um reinzukommen, aber ja.
Der Streckiger ist schon echt zu schlecht, um den Bronzegeist mal zu besiegen, ne? Guck mal. Also hat er einmal am Ende den Sprung nicht geschafft. Ansonsten war der Bronzegeist ja schon nicht verkehrt. Ne? Also. Ich glaube, dabei lasse ich die Strecke auch. Ich fahre mir da ja eh nur Käse zusammen. Ne? Ich würde auch sagen, wir lassen das einfach ganz heute. Ich glaube, ich fahre mir auch auf anderen Strecken jetzt nicht mehr was Vernünftiges zusammen. 2 Stunden Trackmania erreichen anscheinend erst mal wieder. Alles nur Unsinn, was ich da mache. Ah, das ist ja vollkommen in Ordnung. Ah ja, dann würde ich sagen, haben wir es für heute geschafft? Dann würde ich mich bei euch allen erstmal dafür bedanken, dass ihr mit dabei gewesen seid. Egal ob geschrieben oder gelurkt oder irgendwas dazwischen. Hat mich wieder sehr gefreut. Und dann würde ich euch allen jetzt noch einen wunderschönen Abend wünschen. Später eine gute Nacht, wenn ihr schlafen geht. Und bis die Tage dann. Tüdelü.